los, weil ich mach und ich guck, man. Hör ich da eine gewisse Deutschenfeindlichkeit heraus? Ja. Moment, das ist aber billig jetzt. Das ist, weil du es nie verwunden hast, dass Wasmeier gegen dich gewonnen hat. Das habe ich bis heute locker verwunden. Nur damals in der ersten Sekunde. Das muss man sagen, Armin Assinger war immer ein guter Verlierer, wie dieser Ausschnitt beweist. Ärgern ist natürlich angesagt wie der Fest, ne? Wieder 3 Jahre meines Lebens, aber so ist es halt einmal. Ne? Das ganze Jahr ist der hinter mir für die Super-G und da hat er halt den Reim, dass er das halt da wieder nudelt irgendwo. Und, passt halt das ein Glück bei so einem Tagesrennen. Und jetzt hat der Wasser halt die größte Fährten gehabt. Ja. Tut mir leid, ich kann noch nicht dafür. Halt das ab, Moment, die Erklärung. Wie man sieht, wie du richtig sagst, bin natürlich einer, der sehr gern verloren hat. Das ist überhaupt das Zeichen von Sportlern, sie verlieren sehr gern. Ja. Und da war es tatsächlich so, man muss die Statistik sich anschauen, der Markus Wasmeier hat in seinem Leben 2 Riesentorläufe gewonnen. Das war einer, der WM-Riesentorlauf 1985 und der Olympia-Riesentorlauf 1994 und den Superschütter verdientermaßen gewonnen. Dann. Ja. Aber das ist lang vergessen, da war sie und die haben eingehend darüber gesprochen. Und seitdem sprecht ihr nicht mehr miteinander. Seitdem trinkt man nicht mehr miteinander. Weil 2 Kisten Bier habe ich gebraucht, dass ich ihn überzeugt habe, dass ich das nicht so gemeint habe, wie es geklungen hat.